Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Ich freue mich gar sehr, dass du deinen Weg hier gefunden hast und wir gucken jetzt mal rein, was heute so die tagesaktuellen Energien sind. Bedenke bitte immer, dass es sich hierbei um eine Kollektivlegung handelt. Das heißt, es kann auf dich zutreffen, muss es aber nicht. Wenn das heute nicht dein Video ist, dann mach es einfach aus. Das soll durchaus vorkommen, dass bei so einer großen Reisegruppe nicht immer alle angesprochen werden können. So, aber natürlich hoffe ich, dass wir hier heute gute Botschaften bekommen und dann gucken wir mal. Wir haben hier das Teamwork und das Teilen, okay. Ich glaube, man könnte sagen, heute geht es darum, zu lernen, in einer Gemeinschaft zu bestehen. Wir haben hier auch noch die Elternliebe. Egal, was du tust, Eltern lieben dich von ganzem Herzen. Ich weiß nicht, diese Karte ist bei mir mal ein bisschen widersprüchlich, weil ich habe nicht so ein gutes Elternhaus und habe nicht immer das Gefühl oder hatte nicht immer das Gefühl, geliebt zu werden. So. Aber vielleicht heißt es auch, dass du deine eigene Elternschaft überdenken darfst heute. Vielleicht brauchst du Hilfe von anderen, um diese Situation zu lösen mit dem Teamwork. Vielleicht gibt es heute auch einfach familieninterne Themen zu bereinigen und wer weiß, vielleicht kannst du dich hier heute ein bisschen mehr einbringen, sei es nun im Freundeskreis oder in der Familie. So, was haben wir denn hier? Die Herrscherin, ja, der Tod. Hier wird also etwas transformiert. Vielleicht überdenkst du deine eigene Mutterrolle, wenn du eine Frau bist. Kann auch sein, dass du hier es mit einer Frau zu tun hast und einen neuen Wert siehst. Vielleicht schließt du hier aber auch mit etwas ab, das nicht mehr funktioniert, eine Gemeinschaft. Denn, schöne Karten, wir haben also drei große Arkana-Karten, die Herrscherin, den Tod und die Hohepriesterin, dazu die sieben der Stäbe und die drei der Schwerter. Hier ist etwas, was noch transformiert werden muss. Vielleicht hast du das Gefühl, in dem Moment, wo du mit anderen zusammenarbeitest, dass es einfach sich ständig schwer anfühlt. Also ich habe das Gefühl, dass es dir eventuell schwer fällt, mit anderen zusammen ein Projekt anzugehen. Sei es nun mit deinen Eltern, Geschwistern oder hier in einem Team, wenn es sich um die Arbeit handelt. Es kann sein, dass das alles etwas anstrengend erscheint, dass du das Gefühl hast, ständig gegen Mauern anzurennen oder gegen Windmühlen zu kämpfen. Und du darfst jetzt überlegen, was dich wirklich noch daran hindert, zu erkennen, was dein eigener Wert auch innerhalb einer Gemeinschaft ist, innerhalb einer Gruppe oder einer Dynamik. Spüre da mal ganz genau rein, wo du dich da eventuell unwohl fühlst. Also ich glaube, heute kommt man weiter, wenn man sich überlegt, an welchen Stellen du das Gefühl hast, dein eigenes Licht hinten anstellen zu müssen, um in einem Team, einer Familie, einer Gruppe funktionieren zu können. Vielleicht ist hier etwas nicht mehr stimmig. Vielleicht hast du das Gefühl, dass diese Situation leichter zu lösen wäre, wenn du das im Alleingang machst. Aber der Rat des Universums ist heute, versuche deine eigene Stärke zu finden, aber achte gleichzeitig auch darauf, was dir immer wiederkehrende emotionale oder gedankliche Probleme auch bringt. Also was dich immer wieder so tief gedanklich auch beschäftigt, dass es sich auf die Herzebene widerspiegelt. Spüre in dich hinein, was an dieser Stelle sich nicht mehr stimmig für dich anfühlt und einfach ja, so ein ungutes Gefühl im Hintergrund lässt. Also selbst wenn alles gut läuft, wenn du bereit bist, deine Probleme zu lösen, wenn du vielleicht auch mit anderen zusammenarbeitest oder dich, wie gesagt, mit deiner Familie auseinandersetzt, kann es sein, dass du immer wieder das Gefühl hast, dass irgendetwas nicht stimmig ist, aber vielleicht kann man nicht so genau den Finger drauf legen, was nicht stimmig ist. Wir nehmen nochmal einen Hinweis aus dem Erzengel-Orakel heute und gucken mal, ob wir da vielleicht noch einen Hinweis kriegen, worauf man noch im Speziellen achten könnte heute. So, also, liebes Universum, was dürfen wir denn hier jetzt noch wissen? Erinnere dich, wer du bist. Eine Nachricht von Erzengel Michael. Du bist ein mächtiges, liebevolles und kreatives Kind Gottes. Du wirst zutiefst geliebt. Könnte man hier bei dem Elternthema auch mit hinlegen? Na, vielleicht hast du das Gefühl, dass deine Eltern dir nicht all die Liebe gegeben haben, die du gebraucht hättest als Kind. Und jetzt gilt es, dieses Thema noch einmal aufzulösen. Denn wenn du dich daran erinnerst, dass du in diese Welt gekommen bist,
als eine Seele, die eine menschliche Erfahrung macht. Und nach meinem Verständnis des Ganzen hast du dir auch deine Eltern selber ausgesucht, um bestimmte Lernerfahrungen zu machen. Letztendlich kannst du dich daran erinnern, dass du nicht nur das Kind deiner eigenen Eltern bist und nicht das Opfer deiner Lebensumstände, sondern dass du ganz aktiv ein Teil dieses großen Ganzen bist, um sozusagen Erfahrungen zu machen. Und wisse, dass Gott oder die urliebe Lichtquelle oder das Universum, wie auch immer du es nennst, dich wirklich liebt. Na, diese menschliche Erfahrung ist dir gegeben worden, um halt Erfahrungen zu machen, um Erkenntnisse zu sammeln, um deinen Weg nach Hause wieder zu finden. Dann haben wir hier noch die Karte der Engeltherapie, eine Nachricht von Erzengel Raphael. Überlasse uns Engeln alle deine Sorgen und Ängste und erlaube uns, dir deine Lasten von den Schultern zu nehmen. Vielleicht ist das hier mit dem Teamwork auch ganz gut angezeigt, dass du dich mit der höheren Macht verbindest und auch alles, was du selber nicht meinst, lösen zu können, jetzt vielleicht auch nicht mit einem irdischen, menschlichen Team, das darfst du in das höher gelagerte energetische System der Engel ableiten und sagen, so an dieser Stelle weiß ich nicht mehr weiter. Man könnte auch so eine kleine, so eine kleine Deklaration machen, zum Beispiel könnte man sagen, an dieser Stelle kapituliere ich. Diese Situation oder die Veränderung dieser Situation übersteigt meine Fantasie. Ich bin bereit für die göttliche Gnade und öffne mich für all die Möglichkeiten, die sich mir jetzt bieten werden. Das wäre zum Beispiel so eine Deklaration, die man machen könnte. Man könnte sagen, ich erlaube es jetzt, dass die Engel in mein Leben eingreifen. Mit meinem freien Willen gebe ich die Erlaubnis dazu, mich für die göttliche Gnade zu öffnen und einen Teil meiner Last abzugeben. So, ich wüsste ganz gerne noch eine Karte, hätte ich hier gerne noch fürs Teilen. Eine Klärungskarte, die wir vielleicht noch für die Einhornkarte des Teilens haben können. Und zwar ist das hier der Mut. Eine Nachricht von Erzengel Ariel. Sei mutig und stehe zu deinen Überzeugungen. Und das wird hier auch ganz definitiv angezeigt mit der Hohepriesterin und der Herrscherin. Die Transformation, der Neubeginn, dieses neue, mutige Auftreten, das Loslassen auch von alten Verstrickungen wird dir helfen. Sei mutig und stehe zu deinen Überzeugungen, ist halt eine Karte, die auch sagt, dass du zu deiner eigenen Stärke stehen sollst. Wenn du mal etwas nicht kannst, wenn du mal etwas nicht tun kannst, wenn du mal nicht mutig bist, denke immer wieder daran zurück, dass du schon so viele Sachen in deinem Leben gemeistert hast. Du hast schon so viele Hürden genommen, so viele Probleme gelöst, so viele Situationen noch überwunden, an denen du dachtest, dass es nicht weitergeht. Sei es nun in deinem ganz persönlichen Rahmen, im familiären Rahmen vielleicht auch oder auf der Arbeit. Du hast bestimmt auch schon oft gedacht, ich weiß hier nicht mehr weiter. Ich kann hier alleine nicht mehr vorankommen. Und wenn du das Gefühl heute hast, dass du mit irgendetwas alleine nicht weiterkommst, schau, ob du Hilfe bekommen kannst. Wie gesagt, entweder irdische Hilfe durch andere Menschen, durch deine Familie. Und wenn das nicht gegeben sein sollte, verbinde dich zurück mit deiner Urquelle, verbinde dich hier mit den Engeln und sprich deine Sorgen und Nöte dann ins Universum aus und akzeptiere, dass du selber entscheiden darfst, deinen freien Willen einzusetzen, ganz wie es dir beliebt. Wenn du möchtest, dass du Hilfe bekommst, dann frag um diese Hilfe. Und wenn du dich nicht traust, erinnere dich daran, dass es wichtig ist, mutig zu sein an manchen Stellen. Genau. Das soll es für heute auch gewesen sein. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du Lust hast, kannst du dich gerne in meinen Newsletter eintragen, wenn du nichts mehr verpassen möchtest, auf meiner Homepage. Persönliche Kartenlegungen biete ich nach wie vor an, findest du ebenfalls auf meiner Homepage oder in meinem Online-Shop. Alle notwendigen Informationen dazu findest du unterhalb dieses Videos da, irgendwo in der Infobox. Ich freue mich wie immer über all eure lieben Kommentare, Likes und Spenden. Vielen lieben Dank für eure Anteilnahme. Und ja, ich wünsche euch einen zauberhaften Sonntag und wünsche, dass es für jeden Einzelnen so schön und so gut wie möglich sein möge. Alles Liebe, bis morgen!